Hi, hier ist die Vera Maria. Ja, heute mit dem Thema meine 5 skurrilsten Psychiatrie-Geschichten. Abonniert mich gerne hier auf YouTube. Ich blogge auch regelmäßig auf Facebook zum Thema Psychose, Psychiatriekritik. Jetzt auch auf Telegram. Da habe ich auch eine Gruppe gegründet, die heißt Heilungsschuss Psychose. Und die ist jetzt bald öffentlich und würde mich freuen, wenn ihr da Mitglieder werdet. Ich suche natürlich noch Leute, die da ein bisschen mitmachen, weil halt alles noch so am Anfang ist einfach. Und auch für meinen Telegram-Kanal. Und da tue ich euch die Links in die Beschreibung und das Video. Ja, und ich habe auch dieses Buch hier geschrieben, Die unheimliche Magie der Psychose. Das ist mein Erfahrungsbericht meiner schizoaffektiven Störung. Und da erkläre ich auch ganz genau, warum ich halt bei Psychose immer von Heilung spreche, ja. Also meine 5 skurrilsten Psychiatrie-Geschichten. Die erste Geschichte, da wurden bei mir 50% meiner Medikamente in 2 Monate reduziert. Also viel, viel zu schnell. Aber so eine gute Empfehlung, mit der also ich zumindest richtig gut vorankomme, aber halt langsam, ist 10-20% alle 2-3 Monate auszustreichen. Sonst ist nämlich wirklich eine Gefahr der Absatzpsychose. Wenn man Medikamente auf einmal weglässt, psychiatrische oder zu schnell reduziert, kann man oft eine Absatzpsychose bekommen. Da mache ich euch hier ein Video rein zu dem Thema. Bitte informiert euch da, wenn ihr wirklich Neuroleptika nehmt, weil es ist echt eine Riesengefahr und die wenigsten Psychiater klären leider darüber auf. Ja, aber da wurden halt bei mir 50% der Medikamente in 2 Monate reduziert, also fast doppelt so schnell, wie man eigentlich sollte, oder fast dreimal so schnell. Und dann habe ich eine riesige Psychose bekommen. Und das war echt so eine richtig skurrile Geschichte. Also da bin ich auch in der ISO gelandet, dann in der Psychiatrie, in der Psychose und bin dann letztendlich zum Frauenarzt geflohen. Wie ist das gekommen? Ja, ich habe in der Gestassung gesagt, ich will keine Medikamente mehr nehmen, weil ich den psychotischen Gedanken hatte, ich wäre schwanger. Ich habe dann auch so eine richtige Scheinschwangerschaft gehabt. Dann wurde ein Schwangerschaftstest gemacht auf der geschlossenen Station. Der war negativ, aber ich habe das den Ärzten und Pflegern nicht geglaubt. Ich war total paranoid und dachte, die hätten ihn gefälscht. Die wollen mir die Kinder wegnehmen. Habe ich geweigert, Medikamente zu nehmen. Dann sind, ich glaube, 8 Leute waren so ungefähr auf mich los. Ärzte, also Pfleger und Security. Und haben mich niedergedrückt und in die ISO gebracht. Und da wurde ich dann gewaltvoll in die Hüfte gespritzt und Medikamente halt bekommen, weil sie ja nicht nehmen wollt. Und dann, wie ich halt war, ich in der ISO, mir ging es richtig schlecht. Ich dachte, die Kinder sterben im Bauch, ich war total psychotisch. Komme ich da wieder raus nach ein paar Tagen und kam auf die offene, weil ich halt richtig geschauspielert habe. Nein, ich bin nicht mehr psychotisch. Und kam auf die offene und das Erste, was ich gemacht habe, ich auf der offenen war, aus der Klinik raus in den Bus rein zum Frauenarzt. Und da habe ich dann eine Untersuchung bekommen und die meinten dann, nee, sie sind nicht schwanger, Ultraschall und so. Und dann habe ich es dann auch geglaubt. Meine Psychose war auch vorüber. Ja, das ist wahrscheinlich meine alles skurrilste Psychiatrie-Geschichte. Ich mache euch hier auch ein Video rein, wo ich das Ganze noch näher beschreibe. Erlebnisbericht, Isozell und zurück. Das ist die Geschichte, die ich eigentlich gerade erzählt habe. Ja, dann die zweite Psychiatrie-Geschichte war in einer anderen Klinik. Die Klinik ist in Bayern. Das heißt, es ist das Bezirksklinikum Mainkofen. Da wurden nicht nur 50% reduziert. Da wurden auf einmal alle Medikamente weggemacht, also 100%. Ey, ich würde euch gerne etwas über diese Zeit erzählen, aber ich habe einen totalen Blackout, sodass ich nicht mehr wusste, dass das überhaupt passiert ist. So ein Blackout habe ich, weil, also man muss sich vorstellen, ich habe da stark, also auch richtig hohe Dosen bekommen über Monate hinweg. Ich war total abhängig von den Medikamenten. Die haben mir alle Medikamente auf einmal gestrichen. Woher ich das dennoch noch weiß, mein Papa hat mich vor einem brutalen Jahr darauf angesprochen, hey, weißt du noch die Zeit, wo sie dir die ganzen Medikamente auf einmal weggemacht haben? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Allgemein stelle ich echt fest, dass mein Gedächtnis wird echt immer schlechter durch die Neuroleptika. Das ist krass, auch die Konzentrationsprobleme. Naja. Und in der gleichen Klinik wurde mir dann auch Haldol gespritzt. Nachdem ich, das ist meine 3. skurrile Psychiatrie-Geschichte, die wahrscheinlich sehr viele teilen, weil den Patienten, denen Haldol gespritzt wird, kriegen einen steifen Hals. Also man hat so, der Hals geht in diese, nur noch in diese Richtung, man kann den Hals nur noch so halten, muss so rumrennen und es tut hier alles weh, verkrampft sich, kann, wenn man ganz Pech hat, auch in die Atemwege gehen. Haldol, dieses Medikament, würde ich absolut, ich rate eigentlich prinzipiell zu allen Neuroleptika ab, weil die wirklich nur auf kurze Dauer und in Sonne verlassen machen. Aber Haldol würde ich absolut,
Also es wäre noch das Medikament, das würde ich als allerletztes nehmen, wirklich. Weil das einfach, also diese Krämpfe im Halsbereich, das ist unaushaltbar, wirklich. Und dann spritzen sie wieder irgendein Gegenmedikament gegen die Krämpfe. Naja. Und die vierte Psychiatrie-Geschichte habe ich dann wieder in der Klinik in Baden-Württemberg, dem ZFB Emmendingen, erlebt, in der ich halt auch diese Zwangsbehandlung vorberichtet habe. Da war es so, wir gehen da so, also Spaziergang, Stationsspaziergang, stehen vor der Klinik, gehen wir so rein, steht da irgendwie so eine Gruppe von Menschen, Aufruhr, steht ein Mädchen in der Mitte, ohne Unterhose, ohne Hose und von Leute umringt, jeder redet auf sie ein, sie schreit total, denkt man sich, wenn man es halt so als, sag ich mal, nicht so Psychiatrie erfahren sieht, würde man sich denken, ach ja, wieder typisch. Aber was geht denn an einem Mädchen vor? Warum schreit die? Ja klar, sie steht da ohne Unterhose. Wie ist das gekommen? Ja, wahrscheinlich ist sie psychotisch. Aber die ganzen Leute haben mir halt nicht geholfen und ich habe sie dann so in der Hand genommen und gemeint, ja komm, wir gehen auf Station, du musst das anziehen. Habe sie gefragt, welche Station sie ist, habe sie da hingebracht. Und sie war, während sie mit mir da gelaufen ist zur Station, ist sie komplett ruhig geworden. Also sie war wirklich auch ansprechbar, man hat gut mit ihr reden können. Sie war doch ein bisschen verstört, aber sie war ruhig. Dann kommt sie auf Station, sieht die Pfleger, sie fängt wieder volle Kanne zu brüllen und zu schreien an. Ja, das ist leider nicht so eine schöne Psychiatrie-Geschichte, aber solche Geschichten passieren leider tagtäglich, Stunde für Stunde. Und die letzte Geschichte ist eine lustige Geschichte. Wir haben nicht mehr geschlossen, das haben wir langweilig und man hat kann ja auch am nächsten Tag schlafen. Also wir waren ein paar Patienten, die sich relativ gut verstanden haben. Also haben wir einfach beschlossen, auch machen wir Party im Raucherzimmer Nacht für Nacht. Wir haben die Pfleger in den Wahnsinn getrieben. Die sind immer gekommen, ihr müsst uns ins Bett gehen, ihr müsst uns ins Bett gehen. Noch eine Zigarette. Ja, aber das sagt ihr schon die ganze Zeit. Und das richtig Coole war, wir hatten da, mit was machen wir Party? Ich meine, in der Psychiatrie, in der geschlossenen, kommt man ja an kein Alkohol oder was man auch sonst konsumieren will. Und es ist jetzt kein Scheiß. Einer hat gesagt, hier habt ihr Wasser, hier habt ihr eine Zigarille oder Zigarre. Zieht an der Zigarille oder eine Zigarre, egal was, aber stellt euch vor, ihr raucht einen Joint. Aber es ist nur eine Zigarille oder eine Zigarre. Und trinkt das Wasser und stellt euch vor, es wäre Wein. Mein Gott, waren wir bekifft und besoffen. Ich meine es ernst, wirklich. Weil wir alle in so einem, wir waren alle psychotisch in einem relativ hohen Bewusstseinszustand und wir konnten, es gibt ja auch so Videos von Menschen, die zum Beispiel an irgendwas ziehen und dann sind sie total stoned, obwohl nichts drin ist. Es ist wirklich möglich, ich habe es erlebt und ich schwöre bei Gott, ich hatte einmal sogar einen richtigen Kater, obwohl ich nur Wasser getrunken habe. Aber es ist krass, oder was das Bewusstsein wirklich vermag einfach. Das ist einfach nur krass. Und ansonsten hatten wir halt richtig viele schöne spirituelle Gespräche bei diesen Partys im Raucherzimmer. War richtig cool, ja. Also das sind so schöne Momente, wenn ich in die Psychiatrie zurückdenke, wirklich. Naja. Ja, wenn ihr noch weiter etwas über Spiritualität von mir sehen wollt, ich mache hier in die Endkarten ein Video rein. Das ist ein Märchen, das ist aus einem Buch, die unheimliche Magie der Psychose vorliest. Wer ein bisschen reinschauen will, das ist eine Lesung aus dem Buch. Ja, und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Freiburg. Tschüss!